Jo Leute und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Summon Video. Heute werden die letzten 300 Stones, die ich auf diesem Account noch übrig habe, alle ausgeben. Im letzten Video haben wir ja LSL gezogen. Und ich werde höchstwahrscheinlich beide Läufe von zum Gohan machen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen, denn wir haben Cell ja schon gezogen. Also, wir werden heute nur auf zum Gohan ziehen, weil der fehlt ja noch auf diesem Account. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal auch jetzt ziehen. Ich bin gespannt. Puh. Wir haben schon mal gefeatured. Wir haben schon mal gefeatured. Das fängt schon mal gut an. Aber nur Super Saiyan. Wir haben einen Dupe. Ein Dupe für Transform Vegeta. Okay. Aber das heißt, wir haben schon. Wir haben zwei SR wenigstens, das ist gut. Oh. Oh, wir haben 10-16 gezogen. Noch ein Gefeaturete. Zwei Gefeaturete in einem Multi? Mit Fakeout noch, was? Drei Gefeaturete in einem Multi. Und das war's noch nicht alles. Und Tora. Na. Alter, wir haben drei Featured SSRs in einem Multi. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Das ist ja übelst krass. Oha. Also das fängt schon mal gut an. Also ich sag jetzt nicht nein zu denen. Ein Tube und zwei neue. Oh, wir haben Vegeta. Na, schade. Ich glaube, wenn Vegeta und Trunks alleine im Multi auftauchen, dann ist, glaube ich, sogar Fusion garantiert, aber sicher bin ich mir nie. Ich habe es nur mal so gehört gehabt, beziehungsweise gelesen. Das viele sagen, ne, wenn du Trunks und Kid Trunks und Vegeta nur alleine rumfliegen hast, dann kannst du schon fast eine Fusion garantiert, also bei Multi-Summons. Bei Singles ist es ja noch ein bisschen seltener. Okay, das sieht schon mal Bullshit aus. Das sieht hart Bullshit aus. Das sieht übelst Bullshit aus. Ja, komm. Der Multi ist Krebs. Ja. Das ist ein toter Multi gewesen. Das ist ein toter Multi. Okay, komm. Wieso eigentlich? Ich wollte eigentlich abwarten, bis die zweite Celebration beginnt. Mit neuen Bannen und so weiter. Aber ich dachte mir so, nee, weißt du was? Komm. Mach's jetzt. Jetzt haben wir eine Fusion. Diese Super Vegeto. Aber jetzt muss ich es heißen, ich habe letzten Video auch LSL in einem Super Vegeto Animation bekommen. Ich hoffe, es wird auch diesmal genauso wie bei auch für Gohan sein. Hab ich schon versprochen, Alter. Komm schon. Ah, schade. Hey! Blue Vegeto. Irgendwie war es mir so klar, dass ich den ziehe. Denn der Nanogenics, also auch ein Dokkan Battle YouTuber im englischen Raum, er hat ihn, glaube ich, sogar schon zweimal auf YouTube. Fakeout, was? Nur ein Dupe? Ich habe jetzt noch ein Dupe gezogen? LOL! Das ist nice. Das ist übelst nice. Okay, jetzt haben wir Free. Bin ich mal gespannt. Wenn wir wirklich noch Gohan ziehen, dann will ich wieder zum Cellbanner rüber wechseln. Wenn wir nicht ziehen, mache ich einfach so lange weiter. Na schade, keine Fusion. Aber Kamehameha und The Rainbow. Haben wir schon mal die Super Saiyan 3 Mission jetzt gesehen? Ich glaube nicht, ne? Nur Super Saiyan 1, 2er jetzt und Vegeto-Animation. Das sieht bisher gar nicht gut aus. Das sieht bisher so gar nicht gut aus. Boah, das sieht so Bullshit mit. Nein. Oh, Bullpen.
Ja, nehme ich an. Nehme ich an, nehme ich an, nehme ich an. Okay, weiter geht's. Boah. Mit der Saaten auf Bu. Okay, das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. Gott? Schade. Ach ja, wenn ihr wollt, dass ich noch weitere Dokkan Battle Summons Videos bringe, wenn ihr Stones habt. Maximal 150 Stones, mehr brauche ich ja nicht. Und ihr wollt, dass ich für euch ziehe, dann schickt sie mir gerne auf Discord zu. Wenn ihr, wo ihr mich bei Discord findet, steht ja in der Videobeschreibung. Ihr könnt mich dann privat anschreiben, mir eure Accounts geben. Ich ziehe dann für euch und ich gebe natürlich eure Accounts ja wieder zurück. Denn was soll ich mit den Accounts hier anfangen? Komm schon. Komm schon. Ja, Messer Saaten auf Boa, das enttäuscht mich jetzt nicht. Und ich kriege den Super Saiyan 3 Bardock. Ein Dupe. Der Trunks ist eigentlich auch nicht schlecht. Der hat einen Dokken Awakening bekommen, wo er eigentlich echt gut ist. Also, ich habe mir auf JP Dokken Awakened, weil Global habe ich mir keinen Bock gehabt. Und das ist eigentlich echt nicht schlecht. 4 Ports, nichts Aussagendes. Mensch, aber Rainbow-Schrift, ey. Oh. Komm, eins. Alter, was ist das? Was ist mit Animation heute los? Die Animationen sind ja heute schrecklich. Oh. Ein Son Gohan, der ein ECA hat. Ich glaube, das ist der einzige mit Gohan, der schon, glaube ich, übelst vergessen wurde. Und ja, den sieht man so selten in den Multis. Also generell. Hey. Also ich fühle mich bei dem so verarscht immer, ne? Weil ich dachte, ich denke mal, es kommt jetzt ein LR, aber der ist ja kein LR. 3 ist es erst, ja, aber. Komm, ich will was Episches haben. Gib mir bitte ein LR. Am besten LR Trunks. Trunks habe ich schon, LR Gohan. Trunks 17 nicht in den Banner. Glatzkopf Duo. Ich glaube, für Gohan sieht es echt schlecht aus. Alter, schon wieder? Was ist denn heute los? Schon wieder Super Saiyan 1 nur. Wow. Geh weg, Alter. Was ist das? Schon wieder ein Dupe, Alter. What the fuck? Wenn es so weitergeht, kann ich sogar voll dupen, ey. Wow, Family Kamehameha Goku, Alter. Er hat zwar ICE, aber ist, naja, so lala. Er ist so lala. So, letzter Multi, wenn ihr mit mir zusammen wollt. Schnappt euch euer Handy oder euer Spiel und sammelt mir, egal wo ihr macht, sei es Dokkan, sei es Naruto oder irgendwas, und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Okay, ich habe gefeatured. Im Free. Werde ich jetzt Ella Gohan ziehen? So. 3, 2, 1, los. Ah, wer ist Baseform geblieben? 1, 2. Warum kein 3? Okay, wir haben Chichi. Wir haben Minotia. Mai. Ich glaube, die ist nicht gefeatured. Und sieht so aus, als wenn es 3 ist, erst. C16, Jupe. Okay, der ist ja gefeatured. Das heißt, wir haben keinen Ella Gohan. Und Pipe Gohan, Alter. 3 SSRs, aber einer ist gefeatured, und zwar der hier. Ansonsten ja. Na gut, schauen wir mal kurz Charakterliste. Ach ja, ich habe auch ein bisschen privat gezogen, sprich, ich habe auch den Broly hier bekommen. Im Privaten, weil ich konnte einfach nicht widerstehen, habe einfach ein bisschen gezogen, habe dann gleich den Broly bekommen. 3x zu 17 habe ich bekommen. 1, 2 Dupes von denen, plus der so oben links und unten rechts ist schon mal besetzt, das ist sehr gut. Dreimal eigentlich mit Gohan. Wir haben viermal Super Saiyan 3 Bardock gezogen. Hätte ich jetzt noch einen noch gehabt, dann hätte ich einen Full Dupe machen können, ey. Jetzt mal ohne Witz.
Da haben wir hier noch Vegetto. Oh, ich habe sogar den ersten nicht hier gezogen, aber okay, dann nehme ich an. Zweimal Gogeta. Cell Union habe ich auch gezogen. Den Schnucki hier, den Xenzen gerne haben will, aber nie zieht. Dann durch den Transform Goku. Ach ja, ich weiß damals, wo ich die Zamas für Gogeta gemacht habe. Die sind ja noch aktiv auf dem älteren Kanal. Aber naja, Leute. Das war's dann wohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, ich wollte eigentlich. Genau. Na ja, Leute, ich sag dann hier tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Yuma.